Wir hatten einen Fernseher zu Hause, wo man sechs Knöpfe hatte. Also Fernbedienungen gab es gar nicht, sechs Knöpfe. Und da konnte man Westfernsehen eindrehen. Und da habe ich früher, als ich in der Grundschule war, ganz gern Heidi geschaut am Nachmittag. Es kollidierte immer so ein bisschen mit der Anfangszeit meines Trainings. Ich bin also regelmäßig zu spät gekommen, weil Heidi noch nicht zu Ende war. Ansonsten, Bonanza war, glaube ich, irgendwie echt der Hit, ja. Und so Dallas ging dann irgendwie so ein bisschen so langsam los. Da ist man ja irgendwie nicht dran vorbeigekommen. Und ansonsten, ja, so Wetten, das war dann natürlich irgendwie so das Familienhighlight, ne? Also es wurde schon unterschieden. Ich bin unter der Woche immer recht spät nach Hause gekommen, weil ich lange trainiert habe. Also ich habe eigentlich eher immer das geguckt, was meine ganze Familie geguckt hat. Und dementsprechend sind meine Erinnerungsmotive. Ich bewundere, wie die Jugend heutzutage irgendwie mit Ruhm und Öffentlichkeit umgeht. Das ist so was ganz anderes, als wie ich das kennengelernt habe. Ich wollte immer nur meinen Sport machen. Und das, was danach kam, das wollte ich gar nicht. Das war nicht immer in meinem Interesse, sondern ich wollte gewinnen und ich wollte Olympiasiegerin sein. Und ich glaube, das hat mich so ein bisschen bewahrt. Und ich glaube, man fährt besser damit. Ja, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und ich wollte immer nur schwimmen, jedes Jahr aufs Neue zu zeigen, ich bin der Beste oder die Beste auf der Strecke. Also es war jedes Jahr anstrengend. Aber natürlich hatte man so seine Highlights in der Karriere. Und das waren bei mir jetzt nicht unbedingt die größten Erfolge. Und es war jetzt kein Weltmeistertitel, sondern es war eine Europameisterschaft, die für mich atemberaubend war, 2002 in Berlin. In meiner eigenen Halle und das war großartig. Und zwischendrin immer mal wieder ein paar Dämpfer, also hoch und runter. Ich glaube, dass ich heute der Mensch bin, der ich bin, weil ich das größte Ziel in meinem Leben nie erreicht habe und das ist olympisches Gold. Ich fühle mich weder minderwertig noch nicht anerkannt oder schlecht dabei. Aber ich glaube, es tut mir als Persönlichkeit sehr gut, eben nicht alles erreicht zu haben im Leben, weil sich der Weg für mich als viel interessanter und viel besser herauskristallisiert hat.